TGW Arena beim Meister der Sky Go Erste Liga. Jetzt gibt es eine kleine Überraschung noch für alle Spieler und natürlich auch für unseren Präsidenten. Überreicht wird das Ganze von Zipfer, unserem Hauptpartner. Dazu gibt es jetzt gleich eine kleine, aber feine, erfrischende Lösung für zwischendurch. Ein LASK Meisterbier. Herzlichen Glückwunsch. Andreas Stieber übergibt das Ganze noch einmal an Sigmund Gruber und natürlich auch an unsere Mannschaft. Wir haben noch kurz zwei, drei Fotos gemacht. Augenringe werden gekonnt verdeckt. Meine Damen und Herren, jetzt ist Ihre Mitarbeit gefragt. Achten Sie bitte auf Dimitri im Bongo. Unseres Meisters. Wurschnick, darf ich nur bitten, wieder kurz von der Bühne zu gehen. Wir haben natürlich ein paar spannende Fragen für euch vorbereitet. Ich kann mir vorstellen, das interessiert euch brennend nach so einer Nacht und euch natürlich auch. Ich habe schon in die Augen geschaut, da sieht alles ziemlich fit aus. Ja, bei manchen sieht man nicht so genau zu den Augen, da hat die Brille vielleicht schon auch einen Sinn, aber wir werden es herausfinden, versprochen. Paulos Brille ist besonders super. Can you see me? Super. Hallo, wie geht's mit Deutsch? Alles gut? Super Deutsch. Super Deutsch. Super Deutsch. Gut. Super Deutsch. Kannst schon. Fabi, wie geht's deinem Deutsch? Sehr gut. Mein Deutsch ist sehr gut. Ich spreche sehr gut Deutsch. Perfekt, perfekt. Jungs, ich darf euch kurz von der Bühne runter bitten. Wir kommen jetzt zum offiziellen Teil unserer Meisterfeier hier in der TGW Arena. An dieser Stelle noch einmal einen schönen Samstagvormittag hier bei uns im Pasching. Ja, wir haben ein tolles Rahmenprogramm für euch vorbereitet. Da hinten seht ihr zum Beispiel unseren Riesenwutzler, da spielt aktuell unser Nachwuchs, glaube ich, drinnen. Ihr könnt natürlich auch euer Glück versuchen da drinnen und wirklich dann versuchen, den Ball, das Runde, ins Eckige zu bringen. So, Luki, schau mal. Luki. Falsche Richtung. Luki, schau mal. Wirklich. Die anderen sind schon da unten. Ah, Lukas, gib uns eine kleine Kostprobe deiner Stimme. Wunderschöne Stimme, wunderschöne Stimme. Gut, Lukas holt sich das Getränk nachher dann gleich ab. Ja, ich würde sagen, wir starten einmal, während der Lukas noch auf sein Getränk wartet. Ja, lange hat es gedauert, heute wird er also zelebriert, der Meistertitel 2016, 2017, was gestern schon seinen Anfang genommen hat, findet heute hier seinen Höhepunkt bei uns in unserer Arena. Und dazu möchten wir alle Spieler noch einmal kräftig hochleben lassen. Wir haben uns gedacht, wir machen sie nacheinander hier bei uns auf der Bühne. Eine Regenerationszeit. Ja, okay. Wenn wir die schon da haben, Wolfi, dann können wir natürlich nicht nur über dich reden. Was tut sich denn in England? Wie stehen denn die Chancen, dass dein Sohnemann wieder zu uns zurückkehrt? Am besten gleich. Ja. Ja, die nächsten 10 Jahre sicher nicht. Was? Ja, ja. Nein, man muss abwarten, was jetzt in den nächsten Wochen passiert. Aber er bleibt definitiv sicher in England. Und was passiert bei dir heute noch? Nichts. Ich feiere damit die Fans und lasst es genießen. Und um 15:30 Uhr schaue ich die deutsche Bundesliga. Deswegen genießen, das habt euch ihr vier schon verdient. Noch einmal einen riesengroßen Applaus für Nikola Schmidt, Filip Mitrovic, Maximilian Petz und unseren Wolfi Wimmer. So, und ich würde sagen, genau, die Jungs gehen jetzt natürlich gleich runter und schreiben gleich fleißig Autogramme, da stellen sich die ersten schon an. Also unsere 4 ersten Burschen sind gleich in Kürze unten, wo wir die Bierbänke aufgestellt haben. Ja, wir machen weiter mit dem nächsten Interviewblock. Begrüßt bei uns auf der Bühne mit der Rücknummer 6, 22 Jahre jung, 9 Spiele gemacht, etwas vom Verletzungspech geprägt am Anfang, aber jetzt ist er wieder retour. Philipp Wiesinger! Wir bitten zu uns auf die Bühne einen charmanten 21-jährigen Glatzkopf, unsere Nummer 16, Lukas Grgic. Als nächstes bei uns mit der Rücknummer 19, unser Youngster, Dominik Reiter. Ja, und wenn es auch einen Oscar geben würde für Leute, die Fußballspiele filmen, dann hätte sich er den verdient. Unser Verantwortlicher aus der Bewegtbildabteilung, Markus Wenger! So, wir fangen gleich mal an beim Philipp. Philipp, stell mir kurz das kühle Getränk auf. Fiebertrink natürlich. Philipp, du warst 1,5 Jahre doch ziemlich geplagt von Verletzungen. Jetzt bist du zurück, jetzt hast du Fuß gefasst in Linz. Beschreib einmal kurz ein Wechselbad der Gefühle aus deiner Situation. Ja, ich glaube, angefangen hat das Ganze da für mich jetzt persönlich nicht so gut. Ich war knapp ein Jahr verletzt, habe mit viel Rückschläge zu kämpfen gehabt, aber nie aufgegeben und immer weiter da im Training. Und ich glaube, ja, jetzt mit dem Aufstieg, glaube ich, ist das schon ein bisschen genug da. Gibt es schon Ziele, die du dir persönlich setzt für die kommende Saison? Also persönlich glaube ich, dass ich ja, viel Spielminuten bekomme, dass ich ja, mich in der Bundesliga etabliere und der Mannschaft weiterhelfen kann. Wunderbar, herzlichen Dank. Kann man ruhig applaudieren einmal zwischenzeitlich. Freut uns, dass du endlich verletzungsfrei bist. Markus Wenger, früher war es ja üblich, dass hin und wieder gefilmt wurde. Jetzt wird beim LASK wirklich jedes Film eigentlich gespielt. Seit der Oliver Glasner gekommen ist, bist du mitgekommen. Was stellst du denn da für die Trainer, fürs Team genau zur Verfügung? Was ist da deine Aufgabe? Also meine Aufgabe ist das Filmen vom gesamten Spiel und gleichzeitig zerlege ich das gesamte Spiel in ca. 40 Schwerpunkte und diese aufbereitete Videoanalyse steht dann ca. 20 Minuten dem Trainerteam zur Verfügung und sie haben dann die Möglichkeit, sich sehr rasch nur mal einen Überblick über das gesamte Spiel zu verschaffen. Wir als leidgeprüfte Fußballfans wissen ja wirklich genau, wie solche Spiele sind, Ende November, Dezember, wenn es so richtig kalt ist, da packt jeder von uns relativ rasch die lange Unterhose aus, aber du hast ein ganz spezielles Platzl, du stehst immer da oben über der Nord, bist völlig Wind und Wetter ausgesetzt. Was sind denn da deine Tipps für kalte Tage? Also da kommt die Geschichtenverzählende Saison, deswegen fragen wir dich ja, wir wollen jetzt der Geschichte hören. Die letzte Geschichte ist vielleicht noch gar nicht so lange her, das war gestern. Anfang vom Spiel, vor mir kamen orkanartige Windböen und ich habe wirklich zum Kämpfen gehabt, dass mich da nicht runterreißt. Aber es ist alles gut über die Bühne gegangen und ich habe alles in Kosten. Gott sei Dank! Lukas, das Getränk ist mittlerweile, glaube ich, schon am Weg zu dir. 21 Jahre jung, du hast in Summe 21 Spiele gemacht, 3 Tore geschossen und unvergessen sind deine Emotionen nach dem verlorenen Derby. Was ist da in dir vorgegangen? Kannst du uns das ein bisschen näher beschreiben? Zuerst einmal, ja, ein Derby, wenn man verliert, ist immer Arsch. Besonders das gegen Blau-Weiß, das Linzer Derby. Aber wenn jemand den Aufstieg auch so mit glaube ich, einer Niederlage gegen ein Blau-Weiß, aber wir sind oben, wo wir hinkehren und so gehört es. Jetzt habe ich mir sagen lassen, du bist ja eigentlich im Team auch einer, der so ein kleiner Motivationskünstler ist. Ein Motivationskünstler, was ist das? Ja, einer, der die anderen gescheit mitpusht und mitreißt. Mit 21 Jahren nicht unbedingt selbstverständlich. Ja, das weiß ich nicht, ob das so rumkommt, aber ich hoffe schon. Ja, ich hoffe, dass ich der Mannschaft so ein bisschen helfen kann und dass wir noch mehr Erfolge haben. Wunderbar, herzlichen Dank. Und jetzt haben wir einen unserer Youngsters, eine unserer großen Zukunftshoffnungen bei uns. Dominik Reiter, du bist jetzt seit dem Winter fix im Team, fix bei der Mannschaft und du hast ja in dieser Saison auch, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Treffer erzielt. Wie war das? Ja, gegen Amstetten im Cup. Also das war ein unbeschreibliches Gefühl eigentlich. Und ja, erinnert mich gern zu. Dieser Applaus muss eigentlich viel, viel lauter sein, weil dieser junge Kerl hat uns diese geile Partie bei Rapid eigentlich erst ermöglicht. Gell? Ein unglaublicher Pass, der Ivan Rebrov war Schaster ging. Dominik, du hast deinen Vertrag jetzt auch schon verlängert, jetzt steht aber eine mögliche Leihe im Raum, weiß man da schon genaueres oder sind da noch keine definitiven Entscheidungen gefallen? Also, ich glaube, dass man davon ausgehen kann, dass ich auch nach dem Sommer die schwarz-weißen Farben trage. Mit dieser schönen Aussage, glaube ich, können wir auch die 4 verabschieden. Riesengroßen Applaus für Philipp Wiesinger, Lukas Grgic, Dominik Reiter und Markus Wenger. Wir kommen zu unserem nächsten Interviewblock, begrüßt bei uns auf der Bühne mit der Rückennummer 13, Maximilian Ullmann. Angeblich der perfekte Schwiegersohn. Mindestens genauso perfekter Schwiegersohn. Unsere Nummer 10, Rajko. Trikotnummer bei uns und er gilt intern auch als Spaßkanone aus Kärnten. Begrüßt Fabian Miesböck! Und wir bitten zu uns einen Mann aus der medizinischen Abteilung, unseren Masseur Markus Agerschmidt! Lieber Uli, fangen wir mal gleich an. Du hast den Sprung geschafft, mit nur 20 Jahren, 18 Spiele in dieser Saison absolviert. Hättest du vor 2 Jahren geglaubt, den Sprung so schnell zu schaffen? Ja, es stimmt. Bei mir ist es eigentlich relativ schnell gegangen, weil ich war auch noch bei Pasching und ja, hätte man nicht träumen können, sage ich mal, vor 2, 3 Jahren oder was. Ist die Spielgemeinschaft eine Kaderschmiede? Ja, denke ich mal, kann man schon so sagen. weil auch wie man jetzt sieht, bei allen anderen Jungen von uns, da sind immer wieder welche erschaffen zu uns auf, und das kann man so sagen, ja. An dieser Stelle kann man sagen, 8 Spieler von der SPG haben in dieser Saison den Sprung geschafft in die Kampfmannschaft. Bitte um einen kräftigen Applaus für Ronny Brunner und sein Team. Das ist wirklich eine ganz, ganz große Leistung. Ich glaube, da findet man sehr, sehr wenig Vereine in der gesamten Liga, wo so etwas gelingt. Markus, du machst einen immens wichtigen Job, bist aber immer im Hintergrund. Wie anstrengend ist so eine komplette Bundesliga-Saison denn für dich als Masseur? Ja, es geht schon. Ich komme jeden Tag gerne runter nach links und ja, so die Spieler taugen mir recht und ja, die Arbeit taugt mir auch recht und ja, dann passt es ja recht gut da. Jetzt. Nein, ihr könnt ruhig klatschen, das wollen wir nicht da dran. Jetzt musst du aber auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil du hast ja schon direkten Kontakt mit den Spielern. Wer von den Jungs genießt es denn am meisten, von dir mal zu wissen, und wer ist der wehleidigste aus der Truppe? Ja, ich meine, René Gartler zum Beispiel kommt oft passieren, jeden Mittwoch, Pavao Pervan und ja, Ernst Happel kommt eigentlich oft, oder liegt oft am Tisch rum. Und ja, und der Timmy zeigt auf, natürlich. Ja, Timmy will wahrscheinlich jetzt gleich massiert werden. Nein, heute haben wir mal nichts gesehen, weil ich glaube, das ist gescheiter so, wenn wir heute nichts gesehen haben und ja, heute feiern wir. Gute Ansage. Der nächste bei uns ist aus Klagenfurt gekommen, hat eingeschlagen wie eine Bombe. 33 Spiele gemacht, 8 Tore, 9 Vorlagen, einer der besten Assistgeber, Rajko. Rajko, wie hast du diese Saison für dich erlebt? Ja, diese Saison war für mich perfekt. Wir sind Meister. Und ja, schöner Gefühl. Wie war das, in Klagenfurt vor 200, 300 Besuchern zu spielen und dann plötzlich hier in der TGW Arena, wo dann doch immer zwischen 2.500 bis 4.500 Zuseher sind? Ja, da kann man schon ein bisschen aufrunden. Ja, in Klagenfurt war 300, 400 Leute bei Spiel, aber ja, bei jedem Spiel viel Fans und Stimmung im Stadion, bei jedem Spiel ist perfekt. Der Trainer lobt dich, du bist ein Musterschüler, hast den geringsten Körperfettanteil, habe ich gelesen. Stimmt das wirklich? Ja. Ja, also eindeutig auch ein perfekter Schwiegersohn, oder? Definitiv. Fabian, du warst im Sommer so ein Last-Minute-Transfer bei uns, du bist ja erst im August gekommen. Wie schwierig war denn da für dich die Situation, als junger Profi am Anfang der Saison ohne Vertrag dazustehen? Ja, sicher nicht leicht, aber im Endeffekt bin ich froh, dass ich so geworden bin und deswegen bin ich jetzt da. War es für dich jetzt auch im Nachhinein wahrscheinlich, wenn du da jetzt so in die Runde schaust, die richtige Entscheidung oder hast du doch das ein oder andere Mal daran gezweifelt? Na, keine Sekunde. Also ich bin richtig froh, dass ich da bin und ich habe jetzt ein wunderschönes Jahr hinter mir. Wir haben unsere ganzen Ziele erreicht, was wir uns vorgenommen haben und ja, habe menschlich viel mitgenommen und ja, wunderschön einfach. Was auch für dich einfach ich stelle es mir dann doch ein bisschen schwierig vor, weil da ist eine Mannschaft schon beisammen, schon zusammengeschweißt und dann kommt man da als einziger Neuer dazu. Haben es dir die Jungs schwer gemacht? Ja, es ist ein bisschen ein komisches Gefühl am Anfang, ist ganz klar, aber die Mannschaft hat einen super Charakter und die haben mich gleich mörderisch aufgenommen. Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt und ja, deswegen stehen wir jetzt auch ganz um. Und deswegen dürft ihr jetzt mit euren Getränken wieder abmarschieren und selbige genießen. Dankeschön an Maximilian Ullmann, Rajko Repp, Fabian Miesböck und an Markus Agerschmidt. Wir kommen sofort zu unserem nächsten Interviewblock. Begrüßt mit der Rücknummer 14, 20 Jahre jung, aus Ghana. Kennedy Boateng. Tiki-Taka! Wir holen zu uns einen waschechten Oberösterreicher, unsere Nummer 29, Michael Lagger. Begrüßt bei uns auf der Bühne unsere wir holen noch einen Mann zu uns, der mit seinen Händen wahre Wunderdinge vollbringt. Unseren Physiotherapeuten Johannes Stacher. Ich würde sagen, wir starten gleich einmal. Stell vielleicht mal kurz rüber. Am Anfang der Saison hat es ja gleich immer dieses No Long Talk gegeben. No Long Talk, und dieser Mann ist dafür verantwortlich. Ken Dozer, what happened with No Long Talk? What's behind this? No Long Talk simply means you don't really have to talk much when you know what you can do on the field of play. Perfekt, also jeder, der ihm folgt, weiß, man soll eigentlich nicht lange plaudern, sondern eigentlich gleich machen und umsetzen, und das hat er auch sehr gut gemacht. Hat sich körperlich sehr stark weiterentwickelt, hat gefüllte 5 Kilo Muskelmasse zugelegt, wenn ihr euch erinnert, wie er zu uns gekommen ist. So, let's talk about your faces. War ein bisschen ein Händel. Kann man umgangssprachlich so sagen, aber mittlerweile ist er ein richtiges Viech. Your faces, ja. Oh, okay. For me, I always train hard. And also when I get to the field, there's time that I have to really show my strength and also work hard to make my teammates. We all work together and make sure we win together. So we work as a team and we also help each other to play well on the field of play. So Ken, let's talk about your dancing moves. I've seen a lot of dancing moves at your Instagram movies, so we'd like to see your dance moves. Okay, some freestyle please. Könnt ihr mal schon ein bisschen Musik haben? Some music for Ken. Okay, so let's show us your dance moves. So maybe that's what he's talking about no long talk, no long talk, just dance. Perfect, thanks. Johannes, bist du auch annähernd so ein talentierter Tänzer? Nein, gar nicht, nein. Ich habe da einen Hintergrund, schauen wir das lieber an, ja. Deine Stärken sind ja auch ganz andere. Du bist dafür verantwortlich, dass Spieler, die nicht fit sind oder angeschlagen, schneller, glaube ich, wieder fit werden. Wie wichtig und welche Rolle spielt da das Vertrauen zwischen dir und deinen Schützlingen? Ja, das Vertrauen ist natürlich sehr wichtig bei unseren Schützlingen, aber ja, also man lebt jetzt leider mit den Spielern, man kennt dann auch die verschiedenen Situationen und versucht immer das Beste daraus rauszuholen. Ja. Jetzt gehen wir am Ende der Saison. Was war denn dein schwierigster Fall in diesem Jahr? Ja, schwierige Fälle gibt es nicht. Es gibt ja eher die herausfordernden Fälle. Und ja, ich glaube, das braucht man in der Historie ein bisschen schauen, wo es doch einen Wiesinger gibt und einen Herrn Rajko, die doch ein bisschen Herausforderung waren. Ja. Der Markus hat sich ja zuerst vor einer Antwort gedrückt, jetzt versuche ich es bei dir noch einmal. Wer ist denn der wehleidigste von den Jungs? Wir sind unter uns, wir können über das plaudern. Also, Wehleidiger gibt es eigentlich keinen. Also, wer mir nicht aufgefallen hat. Lauter Helden in Schwarz-Weiß, herrlich. Wunderbar. Ein waschechter Oberösterreicher ist bei mir, Michael Lagger. Von Vorwärtssteyr zu uns gekommen, zuerst zur SPG und seit Jänner 16 im Team. Michael, du bist quasi von einem kleineren Traditionsverein aus Steyr nach Linz gekommen. Hat dir das noch einen extra Push gegeben, auch jetzt bei uns? Ja, vor allem, das war für mich natürlich gleich von Anfang an. Ich meine, ich bin zwar eigentlich gesagt, dass ich über die SPG daherkomme, aber das ist, man kann man gar nicht verbreiten, ist wirklich richtig geil. Du hast auch eine enorme Entwicklung hingelegt. Was war dein schönstes Erlebnis in dieser Saison? Ja, natürlich in dieser Saison der Aufstieg. Und ich bin jetzt 2 Jahre da und für mich das persönliche ein schönes Highlight nach dem Aufstieg ist, war natürlich auch das Tor, das ich erzielt habe in Neustadt. Und generell die 2 Jahre waren einfach eine super Zeit, wo ich schon da bin, und habe ich auf jeden Fall genossen. Vielen herzlichen Dank. Dimi, no long talk versprochen. Aber ein bisschen müssen wir schon. Dimi, du bist ein Weltreisender in Sachen Fußball, Kongo, Frankreich, Deutschland, Amerika, Österreich. Du hast wirklich schon viel erlebt. Wie schätzt du im Laufe deiner Karriere jetzt diese letzten 1,5 Jahre beim LASK ein? Ja, das war wirklich ein tolles Jahr hier. Wirklich, ich hab viel Spaß hier gehabt mit meinen Teamkollegen. Und das war einfach toll hier zu sein. Ich kann einfach nicht. Ich verliere sogar mein Voice. Das ist einfach... Toll, wirklich toll. Verlierst du deine Voice vor lauter Rührung oder doch eher, weil die Nacht gestern ein bisschen anstrengend war? Ja, das so, aber das war einfach unglaublich Das war einfach unglaublich, was gestern passiert. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit einem Verein zur Bundesliga gehe und das kann ich nie wieder vergessen und es bleibt und das wird immer in meinem Herz bleiben. Wir haben es versprochen, no long talk, darum verabschieden wir jetzt auch diese vier. Kennedy Boateng, Michael Lagger, Dimitri Imbongo und unseren Johannes Stacher. Und wir machen schon weiter mit der nächsten Gruppe. Begrüßt unsere Rücknummer 15, Christian Ramsebner. Jungbagbar, Thomas Mayer. Und wir bitten sonst jenen Mann, der die Hauptverantwortung dafür trägt, dass der LASK auch am Ende der Spiele immer noch gut drauf ist. Wir bitten sonst unseren Fitnesstrainer Michael Bergthold. Ja, Ramsi, wir fangen gleich bei dir an. Du hast in Summe 9 Jahre bei der Austria gespielt, auch in der Champions League, steigst jetzt mit dem LASK auf. Erzähl uns einmal kurz was zu dieser Saison aus deiner Sicht. Ja, es ist einfach überragend. Also, ich bin gekommen vor 2 Jahren zum LASK mit dem Ziel, dass wir den geilen Verein wieder zurückbringen, wo ich hinkehrt in die Bundesliga. Und das ist uns jetzt gelungen und ja, jetzt ist einfach Zeit zum Feiern und zum Genießen und überragendes Gefühl. Jetzt nennen dich die Mitspieler Kaiser. Was hat es mit dem auf sich? Das ist ja auch eine Biermarke, die zu unserem Hauptpartner gehört an dieser Stelle. Was hat es mit dem Kaiser auf sich? Ja, den Spitznamen habe ich gekriegt von einem ehemaligen Teamkollegen von mir, von Gerd Wimmer. Der war ab und zu ein bisschen angefressen auf mich und dann hat er immer gestellt, der Kaiser, was der hat. So habe ich den Spitznamen verpasst gekriegt und durch das, dass ich dann immer wieder mit Mitspielern zusammengespielt habe, die was halt mitgekommen sind und vom alten Verein habe ich den Spitznamen nicht verloren über die Zeit und der Reiter Mario, der haben dann mitgebracht zum LASK und darum habe ich ihn da auch behalten. Abschließende Frage noch, wie läuft der Heilungsprozess? Du bist ja seit wenigen Wochen verletzt. Ja, sehr gut. Also ich habe gestern am Abend dann eine Intensivtherapie eingeleitet, die spricht sehr gut an. Ich glaube, das werde ich heute auch noch durchziehen. Und bin ich sehr zuversichtlich, dass ich dann zum Vorbereitungsstart wieder voll fit bin. Also am 19. Juni bist du wieder mit dabei in alten Kräften. Herzlichen Dank. Sofern diese Intensivtherapie nicht zu lange dauert, glaube ich. Ja, gut. Das wäre dann. Oliver hat gestern gesagt, Montag treffen sie sich, von dem her wird es wahrscheinlich am Montag schon wieder. Montag ist frei. Okay. Michael, ich weiß nicht, warum ich immer, wenn ich an dich denke, an den Felix Magath denken muss. Dem hat man ja den Spitznamen Quelix verpasst und ich glaube, der wird zu dir als Fitnesstrainer auch ganz gut passen. Und da siehst du dich eher als den netten Lieben. Na, nett und lieb. Ich glaube, dass wir die Spieler ganz gern haben, obwohl ich Fitnesstrainer bin. Ja, ich glaube, die Spieler wissen, dass Top-Fitness heutzutage Voraussetzung ist, um bestehen zu können im Profifußball. Und von dem her versuche ich, sie dabei zu unterstützen, fit zu sein und ja, umsetzen lassen sie das selber. Also da gilt es eher zu überzeugen und zu unterstützen, als wir zu diktieren und zu quälen. Bist du da wirklich nur der Fitnesstrainer oder bist du im Training auch fußballerisch aktiv? Wie schaut es denn mit deinen eigenen fußballerischen Qualitäten aus? Ich sage mal, ich habe einmal einen besseren Tag in der Hösche und einmal einen schlechten Tag in der Hösche. Öfter ist der schlechte Tag, aber ja, ich habe selber auch lang gekickt, aber natürlich nicht auf dem Niveau. Und da haben sie ab und zu schon mal eine Gaude mit mir in der Hösche. Aber ja. Das lässt den du dann eh umgekehrt wieder spüren wahrscheinlich. Danke, Michael. Der nächste, der bei mir ist Manuel Körche. 60 Spiele in Summe schon für Schwarz-Weiß, 30 Scorerpunkte. Eine beeindruckende Zahl in dieser Saison. 29 Spiele, 2 Tore, 6 Vorlagen. Manu, du warst verletzt im Herbst, bist jetzt im Frühjahr wieder stark zurückgekommen. Beschreib uns deine Saison. Ja, für mich persönlich war es up and down, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Herbst war es schwierig für mich. Ich war zweimal verletzt und wenn man dann nicht voll fit ist, dann kann man einfach nicht die Spiele machen. Und im Frühjahr war ich eigentlich topfit, ich habe die Vorbereitung super mitgemacht und ja, ich hätte zwar gerne mehr gespielt im Frühjahr, aber ja. Du bist mit dem WRC schon einmal aufgestiegen. Was macht da jetzt den Unterschied aus, wenn man jetzt vergleicht Wolfsberg und Linz? Ja, das ist der größte Unterschied ist einfach, dass man da in Linz mit einem Traditionsverein aufsteigt in die Bundesliga, dort wo der Verein hinkehrt. Und das ist einfach noch einmal viel mehr wert als wie der erste Aufstieg. Vielen Dank. Ja, kann man gerne applaudieren, auch zwischenzeitlich. Es waren nicht so bedächtige Worte, aber es gibt auch was zum Feiern. Thomas Mayer, insgesamt 26 Spiele in dieser Saison, 2 Tore, 3 Vorlagen und auch du bist schon viel herumgekommen mit deinen 21 Jahren. Stuttgart, Rapid, Pasching, Liefering und jetzt beim LASK. Wie schätzt du dieses Jahr jetzt ein im Lauf deiner Karriere? Ja, ich denke, das war mein erstes richtiges Profijahr, da wo ich mal eine Leistung gezeigt habe und auch der Mannschaft viel mehr helfen können habe mit meinen Leistungen und auch mal wie als Mensch entwickelt habe. So viel Ziele sein. Du hast ja nicht nur auf dem Feld Leistung gebracht, sondern auch zu Hause, denn du bist Papa geworden. Wie alt ist denn dein Sohnemann jetzt? Der ist heute 5 Monate. 5 Monate, da ist wahrscheinlich am Durchschlafen noch nicht so zu denken. Wie wirkt sich das denn aus, so schlaflose Nächte auf die Leistung am nächsten Tag? Ja, hin und wieder merkt man schon, dass ich nicht ganz da bin mit dem Kopf, aber ja, das ist so. Das ist das Leben, aber es ist wunderschön und lieber habe ich ein paar schlaflose Nächte, wie ich hier damit. Das glaube ich auch. Danke auch an euch vier, an Christian Ramsebner, Manuel Körche. Ja, nein, das können wir ruhig noch machen. Nein, 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 nein. Das machen wir schon. Zeit haben wir. So, und jetzt verabschieden wir Sie wirklich. Christian Ramsebner, Manuel Körche, Thomas Mayer und Fitnessguru Michael Bergthold. Und jetzt, damit der Georg und ihr einen Schluck trinken können, ein kurzes Video für euch. Der grüßt bei uns auf der Bühne mit der Rückennummer 21, Doğan Erdoğan. Mit 18 Jahren ist er der Youngster im Team. Bitte meinen fetten Applaus für unsere Nummer 11, Marco. Und wir holen als nächstes zu uns auf die Bühne unseren Co-Trainer. Begrüßt mit einem großen Applaus Michael Agerschmidt. Du bist seit 2012 beim Verein, bist durch alle Höhen und Tiefen mitgegangen, wurdest eigentlich als ganz junger Spieler geholt. Hättest du geglaubt, dass du so eine steile Karriere in so kurzer Zeit hinlegst? Ja, 2012 stimmt nicht ganz. Ich bin ja schon seit über 10 Jahren beim Verein, aber in der ersten Truppe seit 2012. Ja, die letzten 1,5, 2 Jahre, auf die kann man auf jeden Fall aufbauen und bin natürlich überglücklich, dass ich so einen Aufstieg genommen habe. Aber wie gesagt, im Sport soll man sich nicht zufrieden geben mit dem, was man erreicht hat. Und ich bin natürlich voller Tatendrang, dass dann vielleicht eventuell noch mehr nach oben geht. 30 Spiele, 6 Tore. Luke Neder hat heuer einige Male zugeschlagen. Ungewöhnlich für einen Abwehrspieler, dass er so oft netzt wie du. Ja, vor allem im Herbst hat es relativ gut geklappt. mit dem Derby gleich in der zweiten Runde, wo wir 2 Tore gelungen sind. Hey, mein Erleichterung, ja, das passt. Felix, du musst sagen, wie Blau-Weiß im Alleingang zerlegt hat. Das klingt viel, viel besser. Ja, einmal mit der Hand, einmal mit dem Kopf, aber wurscht. Also jetzt kann man es. Nein, aber keiner gesehen. Nein, die Tore sind einfach, weiß nicht, die sind einfach dummer, weil es hat immer super passt. Und ja, schon darum, dass ich dann die letzten 5 Spiele jetzt passiert haben müssen, aber die Jungs haben das trotzdem super gut gemacht und ich glaube, am Ende von der Saison stehen wir sehr verdient als Aufsteiger fest. Ich glaube, so können wir das mitnehmen. Bitte nochmal einen kräftigen Applaus für Felix. Unser Co-Trainer Michael Agerschmidt. Michi, du warst ja früher schon als Cheftrainer tätig, bist jetzt wieder ins zweite Glied zurückgetreten und machst den Co-Trainer. Was ist denn für dich der Hauptunterschied im täglichen Geschäft zwischen diesen beiden Jobs? Der Hauptunterschied ist mit Sicherheit, dass du als Co-Trainer weniger Stress hast wie als Cheftrainer. Du hast nicht die tägliche Arbeit mit den Medien und so weiter. Und ja, meine Aufgabe besteht darin, den Oliver bestmöglich zu unterstützen und ich denke, wir ergänzen sie sehr gut und das funktioniert sehr gut. Der Oliver und du ist ja ohnehin eine besondere Geschichte, den ihr kennt euch ja schon 1, 2 Tage. Ich glaube, in der Jugend habt ihr schon gemeinsam gespielt, oder? Ich glaube, ich kenne Oli mittlerweile seit fast 30 Jahren, also fast besser wie meine Frau. Und wir haben sehr, sehr viele schöne Zeiten, aber ich sage, nicht nur schöne Zeiten, sondern auch negative Seiten miteinander gehabt und wie gesagt, das macht es ein bisschen leichter, wenn man sie so gut kennt und ja, wir ergänzen uns gut und das passt sehr, sehr gut. Das mit der Ehefrau ist ein gutes Stichwort. Was unterscheidet euch beide denn von so einem alten Ehepaar? Ja, ich denke, der Fußball ist sehr, sehr schnelllebig und die Situationen ändern sich von Woche zu Woche, einmal läuft es gut, einmal läuft es nicht so gut. Es ist wie in der Ehe auch und man muss sich halt dann immer wieder zusammenraffen und ja, wir sitzen sehr, sehr viel Zeit im Auto auch mit zusammen, da wir jeden Tag hin und her pendeln und da haben wir immer Gesprächsbedarf und ja, wenn es irgendwas gibt, was Gott sei Dank nicht oft der Fall ist, dann reden wir uns das aus und dann ist das auch gleich wieder vom Tisch. Da auch gute Tipps für die Beziehung, danke Michi. Einer, der ebenso als Youngster noch durchgeht, ist Doğan Erdoğan mit 20 Jahren. Er hat in Summe 30 Spiele gemacht, 1 Tor, 1 Vorlage, ist Kapitän der U21-Nationalmannschaft der Türkei, Doğan Erdoğan. Doğan, so let's talk about the difference between the Turkish football and the Austrian football. Ich spreche kein Deutsch, shut up. Da gibt es sofort aber Zwischenrufe. So let's talk in German or in English? In English, please. Better. Let's talk about the quality from Turkey to Austria. Is there a big difference between all the youngsters? I think it's so hard to be young in Turkey for playing because there is a lot of money turning around and it's so hard to get involved to football easily for young players. And here, young players as Marco, as Domi, they can get their chances to play. So I think it's not about the quality, but it's about the chances that given. And I think Austria is better with that, so they can get out the young players easily. Vielen Dank. Also er meint, dass auf jeden Fall in der Türkei sehr, sehr viel Geld im Spiel ist und dass der österreichische Fußball von der Qualität her definitiv um nichts nachsteht dem türkischen Fußball und dass er besser ist für junge Spieler hier Fuß zu fassen. Marco Ragutz, du bist 18 Jahre alt, hast 11 Spiele bestritten in dieser Saison, 2-mal genetzt. Wie fühlt es sich denn an, so als heiße Aktie im österreichischen Fußball zu gelten? Puh, weiß ich nicht. Bin ich so eine heiße Aktie, ja. Freut mich natürlich, wenn das so ist. Und ja, es ist ein tolles Gefühl, wenn man ein Teil von der Mannschaft sein kann, weil die Mannschaft sehr gut zusammenhält, alt und wie jung, also alle sind eigentlich richtig gute Freunde geworden in der kurzen Zeit, was ich da bin und mich freut es wichtig, dass ich Teil dieser Mannschaft bin. Du hast ja wahrscheinlich auch schon von, ja, bitte klatschen, lasst euch nicht unterbrechen. Kann man auch zwischenzeitlich machen, man muss da nicht extra. Wenn wir nämlich merken, dass ihr klatscht, hören wir sofort auf, das geht wirklich. Du hast wahrscheinlich von Kind auf davon geträumt, Profi zu werden. Ab wann war es denn klar, dass es wirklich in diese Richtung geht? Denn diesen Traum, den träumen ja viele. Ja, ich habe eigentlich von klein auf nie an was anderes gedacht. Ich habe das eigentlich immer so durchgezogen, dass ich eigentlich nur Fußball gespielt habe, wenn man nur Fußball im Kopf gehabt hat. Und dass jetzt so weit, wirklich so weit ist und der Traum real geworden ist, das ist natürlich für mich unbeschreiblich. Und das Jahr hat es halt wirklich hingehauen, jetzt auch im Aufstieg. Und ich freue mich wirklich, dass wir jetzt Geschichte geschrieben haben und aufgestiegen sind. Also dann ab Juli mit 18 in der Tipico-Bundesliga. Herzlichen Dank an unsere vier. Danke an Felix Lukeneder, an Doğan Erdoğan, Marco Raguz und an Michi Agerschmidt. Ich habe gerade mit dem Doğan noch ein bisschen gescherzt, dass ich ihm gesagt habe, als wir ihn das erste Mal gesehen haben, haben wir geglaubt, er kommt aus Schweden. Ihr könnt sich vielleicht noch erinnern, da hat er ein bisschen längere Haare noch gehabt und doch sehr blond. Unser Running Gag war der 28-jährige Schwede statt der 19-jährige Türke. Und er hat gerade zu mir gesagt, er schaut nicht aus wie der typische Türke. Von dem her haben wir vielleicht doch ein klein bisschen auch recht gehabt. So. Wir kommen zu unserem nächsten Interviewblock. Unsere Brasilo-Connection begrüßt mit der Rückennummer 25 bei uns auf der Bühne Paulo Otávio. Gestern wieder mal getroffen hat, begrüßt mit der Rückennummer 7, René Gartler! Der nächste Mann ist eine wahre Legende, denn niemand präsentiert die Nachspielzeit auf derart erotische Weise. Bitten Sie auf die Bühne unseren Zeugwart, Herrn Klaus Fischl! Wir bitten einen Mann zu uns, der eigentlich für jeden einzelnen Auswärtspunkt, der in dieser Saison geholt wurde, verantwortlich ist. Unseren Busfahrer Gerhard Gruber. Bussi, da kommt er. Bussi, da starten wir gleich einmal mit dir. Die Burschen, wie sind es, wenn man auswärts fährt mit einer? Ja, immer super. Da fällt mir ein legendäres Zitat von Ernst Happel ein, das wir gestern auch besprochen haben. Weißt du, was der gesagt hat? Nein, weiß ich nicht. Wolfgang, was hat er gesagt? Der Ernst Happel hat einmal gemeint, der wichtigste Mann im Team, das ist der Busfahrer, denn ohne den könnten wir kein einziges Auswärtsspiel bestellen. Völlig recht, Ernst Happel, ein weiser Mann. Bussi? Was waren deine schönsten Momente jetzt in den letzten Jahren? Der schönste Moment war, wie es fixiert war, dass wir aufsteigen. Weil wir sind von ganz unten von der Regionalliga wieder aufgekommen. Und es ist einfach ein Verdienst von der ganzen Führung, von den ganzen Spielern und vom ganzen Team beim LASK. Einfach ja, ganz was Besonderes, denke ich. Früher hat man den Vogel gedeutet, jetzt mittlerweile winken wieder alle und sind froh, wenn sie dich sehen? Ja, ist so, weiß nicht ganz, aber früher, wenn man durch Linz gefahren ist mit dem LASK-Bus, haben die meisten so teilt, heute jubeln es wieder und das ist fesch und das Team mit Klaus und Wolfi, wie immer, wir sind schon ewig dabei und das ist einfach eine tolle Sache. Dann vielen Dank für die tolle Unterstützung und dass du unser Team immer sicher zu allen Auswärtsfahrten bringst. Alexander Riemann, man sieht die Krücken, darum ist allererstes die wichtigste Frage, wie geht's dem Knie? Nicht so gut. Ich habe am Montag Untersuchung und dann muss man schauen, was genaueres da los ist. Nachdem du aber heute noch mit den Krücken unterwegs bist und du wirklich schwer tust, ist es wahrscheinlich zu befürchten, dass es schon ein bisschen was hat. Ja, das ist immer schwierig zu sagen, weil es kann am einen Tag so sein, am anderen so. Deswegen warte ich am Montag ab, aber ich bin optimistisch, dass es nicht ganz so schlimm ist. Man hört bei dir noch immer ein bisschen den Bayern, auch wenn du nicht immer in der letzten Zeit in Bayern warst. Und Bayern und Oberösterreich, wir sind ja quasi sowas wie die nächsten Verwandten. Wie geht's dir denn hier? Wie hast du dich akklimatisiert? Ja, sehr gut. Also ich meine, von der Sprache und so ist es wie du schon gesagt hast, fast gleich. Und ich fühle mich ja sehr wohl. Und nach Hause habe ich auch nicht weiter, also passt super. Alles gut, dann wünschen wir dir für Montag für die Untersuchung wirklich alles Gute, damit du auf jeden Fall fit bist, wenn das Training wieder losgeht. Einen Mann, den wir nicht näher vorstellen müssen, aber es trotzdem machen, der Mann, der immer schaut, dass alles sauber ist, dass die Burschen genügend zum Anziehen haben, der auch einmal ein offenes Ohr hat, ist unsere Zeugwart-Legende Klaus Fischl. Dreimal aufgestiegen mit dem LASK, nie abgestiegen. Klaus, ich habe ein Siegergehen, sagt der René gerade. Du hast auch geweint, wie der Aufstieg fixiert worden ist. Was ist da in dir vorgegangen? Er geht einmal in sich. Brauchst du einen Spitzer? Das Bier hat einmal das 2 am Anfang. Das ist der größte Bär. Und ja. Ja, auch ich habe ein Innenleben. Ne? Ja. Gibt es dann auch gerne im persönlichen Gespräch mit dem Klaus das eine oder andere? Mit auch unserem Bussi, der ist gleich nicht Fahrer, sondern Fahrer. Wenn er fährt und wir haben eine lange Tour, fangen wir alle zum Beten an. Hoffentlich schaffen wir das nach Hause. Klaus, du hast ja zu mir mal gesagt, du hast über 1500 Witze auf Lager. Fällt dir spontan einer ein? Aber das muss dann nach einem wieder aufhören. Ja, an jugendfreien, Klaus, wir haben Kinder. Also jugendfrei. Das fällt mir auf. Nein, aber was ist der Unterschied zwischen einem Einkaufswagen und einer Blondine? Was sind wir? Blondinen bitte weghören. Einkaufswagen läuft dann nicht 14 Tage nach, wenn du das einmal geschoben hast. Gut, das geht jetzt heute jugendfrei durch. Wir unterbrechen das mit Klaus, ja, weil das eskaliert sonst. Mehr Witze gibt es sicher noch auf Anfrage beim Klaus direkt. Ja, der Klaus ist dann auch unten und schreibt Autogramme und da kann er sich auch Witze aufschreiben. Also das schaffen wir garantiert. So, wir wechseln wieder die Nation. Wir kommen nach Brasilien. Wir kommen zu Paulo Otávio. Du hast 31 Spiele bestritten in dieser Saison, hast dich sehr rasch zu einem Publikumsliebling entwickelt. Was ist denn in Österreich bedeutend schöner als in Brasilien? Ja, jetzt. Super Saison. Herr Wolfgang, das war nicht der Vorhang Native Speaker. Kann ich in der Portugiesisch? Übersieht. Fabi, you have to translate him in Portuguese. Okay, versteht alles. Super. Ja, ich weiß nicht. Noch einmal, wir versuchen es ganz langsam. Was ist in Österreich besser als in Brasilien? Frau. Aber hier, Happel. Gute Frau. Ja, gute Frau. Ja, muss man auch sagen. Kann man. Wirklich? Entschuldigung, mein Deutsch ist schlecht. Gutes Bier, Österreich. Einfach sagen klar. Also unser Zipfer, ein Glas heller Freude, gell? Also wie bei uns ausmacht gewesen. Besser geht's nicht. Was? Gibt's noch etwas, was schöner ist? Ja. Gute Friseure gibt's auch in Österreich. Ja, das wisst ihr. Aber wie geht es? Das habe ich mich gestern gefragt, Paulo. Du hast so schnell so lange Haare bekommen. Wie machst du das? Mit einem Freund von Kenneth. Ich glaube, dass ich brauche eine Stunde. Aber super, ja? Super, ja. Aber nicht alles deine, oder? Ja. Nö, mit den Freunden. Nur einmal und nächstes Mal. Gut. Ab Juni konzentrieren wir uns wieder auf Fußball, das geht besser. Ja, Fußball ist besser. René, unsere Nummer 7. 37 Spiele, 20 Tore in der Meisterschaft, 7 Vorlagen, am 1.7.2015 gekommen, eingeschlagen wie eine Bombe. Kräftiger Applaus für unsere Nummer 7, René Gartler! René, du bist schon mal Meister geworden mit Rapid in Grün-Weiß, der Papa arbeitet dort. Ist eine Genugtuung auch jetzt mit dem LASK aufgestiegen zu sein? Ja, dieser Meistertitel bedeutet mir weitaus mehr, weil damals bei Rapid, glaube ich, habe ich 4, 5 Einsätze gehabt und habe quasi eine kleine Nebenrolle gespielt. Und hier beim LASK fühle mich sehr wohl, konnte eine Rolle spielen, eine große in der Aufstiegssaison. Und, ja. Wir sind alle richtig happy, dass wir das erreicht haben, dass wir unser Ziel endlich verwirklichen konnten und nächstes Jahr dann wieder in der Liga spielen, wo der LASK schon lange hingehört. Geile Geschichte. Es kommt zu 4 Duellen gegen Rapid. Jeder, der auswärts mit dabei war im Cup-Halbfinale, hat diese Wand gesehen von knapp 2500 Linzern. Freut man sich da als Spieler ganz besonders auch wieder drauf? Ja, das war geil. Also, es ist alle die Gänsehaut runtergekommen, wie wir das erste Mal aufs Feld kommen. Das war unglaublich, die Fans haben uns pusht und ja, es ist heute noch bitter, dieses Spiel, wie es ausgegangen ist. Wir waren wirklich knapp dran. Ich glaube, wenn wir in die Verlängerung kommen werden, hätten wir Rapid Bogen. Ja, es sollte nicht sein, dieses Spielglück ist uns vielleicht in der Meisterschaft dann ja, entgegenkommen. Den Cup wird das nicht sein, aber wir greifen nächstes Jahr wieder an den Cup. Es sind 6 Spiele. Schauen wir mal. Und es werden viele Spiele gegen Rapid werden, 4 in der Meisterschaft. Und ich bin mir sicher, dass unsere Fans wieder auswärts so zahlreich vertreten werden sein und ja, dann werden wir dort auch bestehen und siegen. Jawohl. Und damit verabschieden wir auch die 4-5 haben wir jetzt mit einem kräftigen Applaus. Paulo Otávio, Alexander Riemann, René Gartler, unseren Zeugwart Klaus Fischl und unseren Pussy Gerhard Gruber. Dankeschön. Nun weiter mit unserem nächsten Interviewblock. Begrüßt mit der Rücknummer 26 bei uns. 25 Jahre ist er jung. Begrüßt Reinhold Ramsbo. Wir bitten zu uns den Mann mit den Teddybären, unsere Nummer 4, Peter Petzi Michol. Letztlich steht solide, da drüben ist übrigens dein Teddybär, den du mitgebracht hast. Und wir kommen zu dem Mann mit der Rücknummer 8, den wir gestern feierlich verabschiedet haben. Begrüßt mit einem großen Applaus Delima Campos Maria! Zu uns. Er ist für sehr, sehr vieles verantwortlich, was rund ums Team passiert. Was genau, das wird er uns gleich erzählen. Der Teammanager Manfred Kagerer. Wir starten gleich beim René Ramsel. Gestern eigentlich eine komplett unnötige Aktion vom FAC-Spieler. Wir hätten klar rot gefordert. Wie geht's dem Knöchel? Ja, er ist dick. Ich glaube, es ist ein Bänderriss. Hat der Arzt gemeint. Schauen wir mal, nächste Woche wird wahrscheinlich nicht gehen. Aber jetzt haben wir dann 3 Wochen Urlaub, dann wird sich das schon wieder erholen. Du bist mit Wiener Neustadt schon einmal aufgestiegen, giltst als Spätzünder und als offensivster Abwehrspieler überhaupt. Beschreib einmal kurz ein bisschen deine Gefühlswelt. Ja, ich bin vor gut 2 Jahren mit Wiener Neustadt abgestiegen, das war eine ganz andere Situation. Das ist auch mit dem Publikum nicht zum Vergleichen, mit dem LASK. Natürlich war das ganz bitter, die Situation damals. Das hat sich dann super ergeben mit dem LASK. Ich bin froh, dass ich da bin. Da unglaubliche 2 Saisonen bis jetzt gehabt. Ich fühle mich da sehr wohl und ja, das passt. Heuer 5 Tore, 8 Vorlagen. Das spricht eine klare Sprache für einen Abwehrspieler. Zieht es dich immer wieder vors Tor? Würdest du auch gern vielleicht ein bisschen offensiver noch spielen? Ja, natürlich. Ich komme vom Offensivbereich. Viele Trainer sehen mich aber eher hinten. Mittlerweile sehe ich immer auch schon hinten. Ja, ich bin einfach gern vorn, will immer für ein Tor gut sein, ein Tor auflegen und ja. Vielen herzlichen Dank. Manfred Kagerer, Teammanager. Teammanager, das klingt ja so eigentlich wahnsinnsmäßig. In Wahrheit bist du aber wirklich für alles zuständig. Was zählt denn so zu deinen täglichen Aufgaben mit und für die Mannschaft? Ja, also täglich eigentlich alles, was der Trainer speziell fordert. Das fängt an, dass ich Sachen mit Platzwart koordiniere, dass bei den Auswärtsspielen alles in Ordnung geht und wird bei der Suche von den Spielerwohnungen, also alles, was täglich bislang anfällt. Wie schwierig sind denn die Jungs zu koordinieren? Wie folgsam sind die denn, wenn irgendwelche wichtigen Dinge anstehen? Also da verhalten sie alle sehr profihaft. Wenn wir was sagen, dann braucht man eigentlich ein zweites Mal bitten und also sehr professionell. Wir fragen jetzt nicht nach, wir lassen das so stehen, würde ich sagen. Der Peter Michel, Peter Bezi Michel mit seinem Adjutanten, wer ist das? Das ist der Berli. Den habe ich mir Felix gestern noch gekauft, weil leider alle anderen heimgegangen sind und dann haben wir uns noch einen Freund kaufen müssen. Und das ist jetzt der Berli. Du und der Felix seid ja angeblich ganz früh noch in Linz gesichtet worden. Boah. Also, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Wir sind dann kurz nachdem die anderen abgerissen sind, wir auch abgerissen. Es war so gegen 3, 4 Uhr, glaube ich. Ja, gegen 3, 4 Uhr, glaube ich, war das. Wir nehmen das so mit. Peter, 36 Spiele, 2 Tore, 8 Vorlagen. Du bist seit 1.7.2015 bei uns im Team. Eine ungemeine Entwicklung genommen. Was hat sich jetzt in den 2 Jahren, die du hier bist, verändert? Ja, wer mich aus Austria-Zeiten kennt hat, da war ich eher der spielerische Typ, der sich nur so auf sein Talent verlassen hat. Und ja, unter unserem Trainer habe ich meine Spielweise verändern müssen, weil sonst könnte ich da nicht bestehen. Ich glaube, das habe ich ganz gut gemeistert und bin froh, dass ich hier bin. Perfekt. Solide Worte von einem Mann, der noch nicht sehr viel Schlaf gesehen hat. Peter, vielen herzlichen Dank. Er hat ja sein Bezi zum Festhalten. Kriegt wahrscheinlich der Sohn. Bitte? Kriegt der Sohn wahrscheinlich. Nach einer Waschung. Ja, erst da müssen wir waschen und dann kriegt er, ja. Fabiano. Abschied tut weh, glaube ich, das kann man so sagen. Wie ist es denn dir gestern Abend gegangen? Wie war dieser gestrige Abend, dieses Spiel für dich? Und wir probieren es jetzt auf Deutsch, weil wir wissen, dass du es kannst. Ja, mein Deutsch ist so nichts gut, kaputt. Aber war sehr gut gestern. Mein letztes Spiel vor LASK war wunderschön, wunderschön. Mit diesem Spiel gestern hast du für den LASK 160 Spiele bestritten und du bist damit in der Geschichte des Vereins der Legionär mit den meisten Spielen. Also du wirst wohl für ewig in den Geschichtsbüchern des LASK stehen bleiben. Was bedeutet dir das? I speak English, sorry. because I don't know. This is my one honor for me, because LASK is big club, is not so easy. You play too much years in one big club. It's for me so one honor. Das ist eine große Ehre für ihn, so lange für einen großen Club gespielt haben zu dürfen. What will you do when you are back in Brazil? What's your plans for the future? I am back because my family needs my wife and my daughter need your family, because it's not so easy stay here alone. And I think in the moment is the best option for me. But I'm really sad because LASK is... I'm 5 years in LASK, and LASK opened the door for me 5 years ago, and LASK is staying forever in my heart. This is true. Sonst damit würde ich sagen, wir verabschieden jetzt einmal drei, die wir auf der Bühne haben. Herzlichen Dank an René Gartler, an PC Michel und an den Manfred Kagerer. Fabiano, du bleibst hier, du verabschiedest dich jetzt noch einmal von deinen Fans und deine Fans von dir. Ich würde sagen, irgendwer da vorne in der ersten Reihe sollte jetzt noch einmal sein Lied anstimmen. Zum letzten Mal. Danke für alles. Obrigado. Thank you very much. LASK is forever here. Forever. Gleichzeitig auch der letzte Interviewblock mit dem offiziellen Teil. Und ich würde sagen, wir starten mit unserer Nummer 1 auf der Bühne. Seit 13.07.2010 ist er bei uns im Team, 7 Jahre beim LASK. Hat er also bereits absolviert. Begrüßt unseren Kapitän Pavao Pervan. Doppelt beladen, bester Torhüter der Saison, Meisterteller, alles mit dabei, der Pavo. Selten wahrscheinlich war schwer tragen, so schön wie heute, oder Pavo? Sensationell. Und er ist auch heil geblieben, weil er war ja gestern auf Reisen, der Teller, habe ich mir sagen lassen. Er schaut relativ gut aus. Aber du als Kapitän auch eigenhändig da noch geputzt? Ja, heute natürlich vor der Ehrung haben wir in der Dusche nochmal geputzt und trocknen lassen. Alles was dazugehört, nur schon ein paar Mal vergessen, aber ich glaube er ist trotzdem sauber genug. Er ist definitiv sauber genug und ich würde sagen, wir holen uns noch Verstärkung hier auf die Bühne. Ganz definitiv in den letzten Block gehört ein Mann, der den LASK vor 2 Jahren übernommen hat und seither Großartiges geleistet hat. Begrüßen Sie den Cheftrainer der Schwarz-Weißen. Begrüßen Sie Oliver Glasner. Wir begrüßen ebenso auf unserer Bühne unseren Präsidenten Dr. Sigmund Gruber. Und wir bitten auf die Bühne unseren Vizepräsidenten Wolfgang Resch. Spiele gemacht, du bist Torhüter der Saison geworden, von allen Managern, Trainern, Offiziellen der Sky Go erste Liga gewählt worden. Eine besondere Ehre für dich? Auf alle Fälle. Also ich meine, natürlich muss man dazu sagen, das Wichtigste ist der Meistertitel, aber das ist natürlich ein persönliches Highlight, das jeder Spieler wünscht, glaube ich. Und vor allem nach der Verletzung habe ich nicht damit rechnen können, muss ich auch ehrlich sagen. Aber natürlich nehme ich es gern mit und freue mich riesig. Du bist ein Vorzeigeprofi, wie er im Buche steht, ein Mentor und auch gleichzeitig ein Leader-Typ. Vielleicht lass uns kurz plaudern darüber, wie die Harmonie in der Mannschaft ist. Wie ist da die Hierarchie aufgeteilt bei euch? Ja, also ich glaube, ich habe das Glück, dass ich in so einer Mannschaft bin und nicht wirklich oft durchgreifen muss, weil alle sehr diszipliniert sind und wenn es einmal was gibt, dann ja, handeln wir das untereinander. Also ich muss ehrlich sagen, seitdem ich der Kapitän bin, jetzt im zweiten Jahr, haben es mir die Jungs wirklich sehr, sehr leicht gemacht und wir haben einige Führungsspieler, also ich bin ganz sicher nicht der Einzige. Wir verteilen das eher auf mehrere Schultern, das ist ja heutzutage so modern, oder? Und na, ich glaube, das klappt ganz gut und das sieht man auch am Platz und jeder muss offen sein, nur weil ich jetzt Führungsspieler bin, heißt das nicht, dass ich mir nichts sagen lassen darf von einem jungen Spieler, von dem her passt das ganz gut, wie wir das bis jetzt gemacht haben. Gibt es einen magischen Moment, auf den du ganz besonders stolz zurückblickst in dieser Saison, abseits vom gestrigen Abend, wo es den Meisterteil überreicht bekommen habt? Ja, es gibt für mich persönlich so zwei Highlights. Das erste war der Sieg gegen Blau-Weiß da in Pasching, das erste Spiel, wo wir 2-1 gewonnen haben vor dem ausverkauften Haus. Und das zweite Highlight ist natürlich die Rückrunde, nämlich der Sieg in Liefering nach meiner schönen Verletzung. Das hat mich extrem gefreut. Natürlich kommen da noch mehrere Highlights dazu, aber das sind so zwei, die man besonders herausnehmen möchte. Vielen herzlichen Dank, lieber Wolfgang. Sigmund Gruber, 3,5 Jahre ist es jetzt her, dass ihr damals am Weihnachtstag den LASK übernommen habt mit den Freunden des LASK. Und wenn du jetzt so zurückblickst auf diese 3,5 Jahre und da jetzt so runterschaust und diesen Moment genießt, was geht da in dir vor? Eine innere Zufriedenheit. Weil ich glaube, wir haben Oberösterreich etwas mitgebracht, was sich Oberösterreich verdient hat, und das ist der LASK in die Bundesliga. Wir haben uns gestern Abend kurz über den Begriff Stolz unterhalten. Stolz ist jetzt natürlich ein Wort, das nicht unbedingt positiv besetzt ist, aber kann man an solchen Tagen wie heute nicht wirklich auch ganz laut und ehrlich stolz sein auf das, was man erreicht hat? Wir können alle miteinander stolz sein, weil jeder ist Teil, der heute hier ist, dieser LASK-Familie. Und ich glaube, das ist ganz genau das, was uns auszeichnet. Nicht einer alleine, sondern wir gemeinsam sind LASK. Oliver, jetzt haben wir schon viel gehört, du bist seit 2 Jahren jetzt Cheftrainer dieser Mannschaft, es hat einen Kaderumbruch gegeben. Wie wichtig war jetzt, dass du da auch in Ruhe arbeiten können hast in den letzten 2 Jahren und die Philosophie den Spielern so weitergeben hast können, wie du dir das vorstellst? Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß ja gar nicht recht, was ich sagen soll. Nein, es war natürlich von Anfang an so, dass wir, genau das, was der Sigmund gerade gesagt hat, dass wir alle miteinander das große Ziel gehabt haben, den LASK wieder in die Bundesliga zu bringen, dass wir alle miteinander gesagt haben, wir packen an, wir werden alles dran setzen, wir intern, aber wir brauchen natürlich auch euch als Fans, die uns da pushen und unterstützen. Und wenn du was erreichst, dann erreichst du das ganz, ganz selten allein. Und deswegen ist dieser Aufstieg ist ein Gemeinschaftsprodukt von uns allen. Und auf deswegen können wir schon alle miteinander auf das stolz sein, weil wir alle miteinander sehr, sehr viel für das investiert haben, sehr, sehr viel geleistet haben und jetzt haben wir das erreicht und deswegen lassen wir es heute mal richtig gut gehen. Das nehmen wir gerne mit. Vielen Dank, Oliver. Abschließende Frage noch, was macht jetzt den speziellen Team-Spirit aus? Wie würdest du das beschreiben? Hat es ein Erfolgsgehen? Nein, ich glaube, es ist einfach, wie wir miteinander umgehen, alle miteinander. Wir fordern sehr, sehr viel von uns, aber wir haben auch viel Spaß miteinander. Wir kommen gern her, wir lachen miteinander und die Arbeit bleibt aber nicht oder leidet nicht drunter. Und ich denke, das ist so das, was uns auszeichnet, dass wir gern zusammenkommen, dass wir miteinander anpacken und dass wir miteinander lachen können. Das ist das beste Rezept, um erfolgreich zu sein und das werden wir auch weiterhin beibehalten. Vielen Dank. Bitte mal einen kräftigen Applaus für unseren Cheftrainer Oliver Glasner. Vizepräsident Wolfgang Resch, du bist seit 1,5 Jahren mit im Boot und als Geschäftsführer der Firma Miebag ja ein absoluter Sanierungsprofi. Verlässt du jetzt den LASK wieder, denn die Sanierung, würde ich sagen, die ist ja gelungen? Nein, absolut nicht. Ich werde den LASK auf keinen Fall jetzt verlassen. Wir machen nicht nur Sanierungen, sondern wir entwickeln ja auch Projekte weiter. Und genau an dem Punkt, glaube ich, sind wir jetzt auch beim LASK, wobei der LASK für mich ein Herzensanliegen ist und kein Businessprojekt. Du bist ja... Du bist zwar erst seit 1,5 Jahren bei den Freunden des LASK, aber du bist schon viele, viele lange Jahre LASK-Fan. Was bedeutet denn jetzt dieser Aufstieg im Vergleich zu vorangegangenen für dich persönlich? Ja, das ist was ganz was Besonderes. Also wenn man vor allem jetzt auch so wie es in der Phase ist, dass ich selber auch einen kleinen Beitrag leisten habe dürfen, aktiv dabei sein darf. Ich weiß zwar noch sehr gut, wie es 2007 am Linzer Hauptplatz war, da war natürlich auch eine Mega-Stimmung, aber heute jetzt hier in Pasching, in unserer jetzigen zwischenzeitlichen Heimat, längerfristig haben wir was anderes vor, ist das für mich echt ein wunderschöner Tag einfach. Ja. Und ich glaube, unser Cheftrainer hat noch einen kurzen Hinweis, einen Appell an alle Fans, auch für die nächsten Wochen und Monate. Ja, bevor ich zum Appell komme, möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, weil ich kann ja ganz selten zu euch sprechen und möchte mich bei euch im Namen von der Mannschaft, von uns allen, recht herzlich bedanken. Ihr habt einen ganz großen Anteil an das, dass wir jetzt oder nächstes Jahr in der Bundesliga spielen, weil wir sind jetzt da in dem Stadion die ganze Saison ungeschlagen und das ist aber nicht... Das ist aber nicht, weil der Rasen anders ist wie sonst wo, sondern das ist, weil da in dem Stadion was entstanden ist zwischen euch Fans und zwischen der Mannschaft, nämlich eine super Harmonie und das merkt man in jedem Spiel. Da springt der Funke gegenseitig über und die Mannschaft, wenn es da durch den Tunnel rausgeht, dann haben sie schon ganz laut und freuen sich, dass sie da spielen können. Und das ist ein ganz großer Baustein, dass wir unser Ziel erreicht haben und für das möchte ich sehr herzlich Danke zu euch sagen und der Appell, bitte kommt auch nächstes Jahr, unterstützt uns genauso, weil diese Heimstärke werden wir auch in der Bundesliga brauchen, damit wir dann auch wieder eine gute Saison spielen. Danke! Sigmund Gruber, der Oliver hat jetzt schon in die Zukunft geschaut, das wünschen wir uns jetzt von dir auch noch, denn es ist jetzt ja schon sehr viel passiert. Der LASK hat die günstigsten Dauerkartenpreise in der Bundesliga, der LASK ist der einzige Verein mit eigenen Dressen, die noch dazu sensationell günstig an den Fan gebracht werden. Was können wir denn noch erwarten, was wird denn noch so passieren in den nächsten Monaten bis Meisterschaftsstart? Danke, lieber Wolfgang. Bitte vorweg, bevor ich das jetzt mit beantworte, auch noch ein Dank an alle Helferlein und Helferinnen, die im Hintergrund mit sind, die heute nicht auf dieser Bühne gestanden sind. Auch bitte, liebe Fans, für diese Leute einen Applaus, weil ohne die wäre das alles nicht möglich. Ja, ich habe schon gesagt, der VIP-Club und die Sponsoren müssen für einiges mit zuständig sein, vor allem für die finanziellen Einnahmen. Bei den Fans wollen wir nicht wirklich Geld verdienen, darum werden wir auch in der Bundesliga keine Spielzuschläge haben. Wir lassen die Eintrittspreise gleich, wir schauen wirklich, dass wir dort die Kosten mit herunterhalten, dass die Schwarz-Weißen, die danach kommen können, auch von den Kindern, von den Pressen, ja, selbstverständlich. Ja, all das versuchen wir natürlich und in einem bestimmten Ausmaß, der wirtschaftlich mit vertretbar ist, aber ich glaube, hier haben wir wirklich etwas mit erreicht und werden auch für die Zukunft noch große Dinge mit schaffen. Vielen herzlichen Dank. Ich kann an dieser Stelle noch sagen, heute gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit für unser neues Trikot. Wir sind der erste Bundesliga-Verein, der schon das neue Trikot präsentiert hat am vergangenen Montag. Forza ASK. Die Eigenmarke ist also geboren. Um 39 € gibt es das heute noch zu kaufen. Direkt hinter der Westtribüne gibt es unseren neuen Fan-Container und man kann sich das Trikot natürlich auch unmittelbar hier beflocken lassen um 13 €. Also ganz faire Preise. Und Kindertrikots haben wir natürlich auch mit. Die gibt es um 29 € und nächste Woche sind dann die Trikots auch online in unserem Online-Shop auf shop.lask.at. Dann aber um 10 € teurer, also unbedingt heute zuschlagen. Vielen herzlichen Dank, die Herren. Ich bedanke mich für die tolle Gesprächsrunde, für die super Worte. Lieber Wolfgang, ich glaube, wir kommen nun zum Abschluss des offiziellen Teils. Genau, und damit verabschieden wir die vier Herren mit einem ganz kräftigen Applaus für Pavao Pervan, für unseren Cheftrainer Oliver Glasner, Vizepräsident Wolfgang Resch und unseren Präsidenten Sigmund Gruber. Ja, meine Damen und Herren, noch einmal der Hinweis Hinweis, nutzen Sie die Möglichkeit, hier bei unserem Riesenwutzler auch einmal selber das Runde ins Eckige zu befördern. Kulinarisch gibt es auch einiges. Ja, wir sind auf jeden Fall versorgt. Es kann noch ein netter, schöner Nachmittag werden. Die Wolken, die ziehen rundherum. In Pasching scheint zwar nicht die Sonne, aber zumindest regnet es nicht. Einem angenehmen Nachmittag steht nichts im Wege. Bevor wir aber schließen, lieber Georg. An dieser Stelle gleich der Hinweis an alle Fotografen bitte noch. Wir machen dann gleich noch ein offizielles Zipferfoto. Bitte die Fotografen dann langsam aber sicher da vorne aufstellen, damit wir dann noch unser Foto machen können für Zipfer. Und wir haben noch einen Ehrengast hier, der in Kürze dann gleich bei uns auftreten wird. Einer der erfolgreichsten DJs Österreichs ist in Kürze an den Turntables DJ René Rodriguez. So Gerd, bevor wir aber von der Bühne gehen, was war denn so dein Moment in dieser Saison? Cup-Halbfinale auswärts. Die Wand nach dem Spiel. 2000 Leute, 2500 Leute im knackevollen Sektor. Sensationeller Moment. Bei dir? Ich muss sagen, nach dem Liefering-Heimspiel, da unten auf dem Platz, weil wenn man da so, wo der Aufstieg endgültig fixiert war, weil wenn man da so zurückblickt, was vor 4 Jahren passiert ist, die verlorene Relegation gegen Liefering, dann das halbe Jahr, wo man nicht wusste, ob es überhaupt weitergeht und wo wir jetzt stehen. Es ist schon irrsinnig geil, würde ich sagen. Wunderbar, dann auf in eine neue Saison. Euch einen schönen Nachmittag hier in der TGW Arena. Und kaufen Sie Dressen, kaufen Sie Dauerkarten, alles gibt's heute noch. Wir verabschieden uns und geben weiter an einen ganz berühmten Herrn, an einen Star der DJ-Szene. René Rodriguez. Viel Spaß, meine Damen und Herren, auf Wiederschauen.